Und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Wir setzen hier jetzt noch einmal die Karte ein. Und tun uns nochmal an, die beiden bösen Buben da und den einen bösen Buben mit Feuer da kaputt zu machen. Also zu hauen, weil böse Buben und so. So, und dieser böse Bube da hinten, der geht mir nicht auf die Nerven mit dem Feuer. Stopp bitte, danke. So, was hast du? Du hast Medipack, dich mag ich. Und du hast bestimmt wieder nichts, denn die Typen haben generell nichts weiter mit. Nope. Okay, gut. Dann, was haben wir hier alles so? Aha, Schaltsysteme, aha. Irgendwas. Eine total unglaublich Fake-Tür, die einen Schalter verbirgt, der irgendwas macht. Schalter, was machst du? Schalter. Danke. Schalter macht irgendwas. Finde ich toll. Okay, dann, ja. Und da. Doch, Schalter öffnet Tor zum Secret. Das ist natürlich von Vorteil. Gut. Dann schwimmen wir mal hier durch. Und machen mal eine Fackel an. Die ist ziemlich dunkel hier drin. So, und hallo Taucher. Hallo Taucher Nummer 2. Fuck you. Ich habe keine Lust auf euch. Komm hier hoch. Nein. Fuck. Ich muss unter da. Oh, mein Gott. Okay. Rüber hier. Hoch da. Hoch dort. Gut. Hoch rüber hier. Und weil wir es können. Genug Munition haben. Stirb. Stirb du auch. Danke. Schade, dass die nichts fallen lassen. Wäre auch ziemlich blöde im Wasser. Müsste ich ja nochmal reinspringen. Und die bösen Buben machen wir hier von Weitem fertig. Ja, danke, dass du umfällst. Ja, du sollst den auch anvisieren, Lara. So, danke, dass du auch umgefallen bist. Jetzt muss ich den Weg finden, nach da drüben zu kommen. Auf sichere Art und Weise, wenn es geht. So, komme ich hier hoch? Och, super. Och, ein Schalter. Noch besser. Dieser Schalter macht was? Öffnet die Tür zu den beiden bösen Buben. Na, perfekt. Kann gar nicht besser werden. Okay, dann runter hier. Wo kommt dieser Taucher jetzt her? Au. So, böser Blumentaucher. So. Hier hin und hoch da. Wo böser Blumentaucher hier drin, ne? Nee, ach schade. Egal. Dann würde ich sagen, kleines Medipack. Unsere frisch erworbene Waffe. Und dann kommt ihr mir mal jetzt entgegen. So, Nummer 1. Ich glaube, das brauchst du jetzt nicht mehr. Und Nummer 2 müsste irgendwo auch noch sein. Nicht hier drinne. Hier waren noch zwei drin. Wo ist denn der zweite Depp? Hallo, zweiter Depp. Ich würde dich gerne abknallen. Hallo? Hallo? Bist du nach draußen gelatscht? Finde ich ja mal gar nicht nett. Na gut. Wenn er was will, kommt er wieder. Wechseln wir nochmal auf Pistolen. So. Und gucken mal, was wir jetzt hier noch hinkriegen. Ach, da ist er. Hi, komm mal hoch. Komm mal ran auf den Meter. Da ist ein Schalter, ich sehe ihn schon. So. Okay, Medipack. Danke. Dich mag ich. Okay, Schalter, was machst du? Der bewegt das Teil nach vorne. Finde ich schön.
öffnet aber nicht die Tür, was schade ist. Schade. Wäre ja auch zu einfach, wenn ich jetzt die Tür da drüben öffnen würde. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Und springen nach dort drüben. Yay! So. Jetzt geht es darum, das Teil hier auszuschalten. Denn wir werden schon auf 1 Meter Entfernung dadurch geschnitzelt. So, was haben wir hier hinten? Das sieht ziemlich verdächtig aus. Deswegen tun wir ja mal speichern. Schon wieder. Hallo? Einer da? Nee, Mann, Schalter. So, Schalter, was machst du? Du machst große Rampe. Große Rampe im großen Raum, wo vorher der Heli war. Okay. Ist okay, sehe ich ein. Können wir machen so. Finde ich toll. Okay. Öffnet sich die Tür, wenn ich nicht jetzt dahin gehe? Oder ist auch nochmal ein Mechanismus? Das brauche ich nochmal ein Mechanismus. Heißt für mich so viel wie, jetzt muss ich wieder rüber. Nö. Genau. Okay, dann gehen wir halt wieder rüber. Zum großen Heli-Raum. Hat ja nicht schlimm werden. Da ist noch einer. Komm her, du Depp. Ich will dich doch erschießen, du. Oh, schön, dass du tot bist. Munition, schon wieder. Wozu ist die Tür jetzt hier offen? Ach so. Wozu ist die Tür hier offen? Dummheit wird bestraft. Zwar nicht gleich, aber sie wird's. Fucking. Ja, ich weiß, dass Dummheit bestraft wird. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Hallo. Lass mich hier einfach raus. Ich will dich nicht. Ich mag dich nicht, Hund. Nie wieder. Ich sag euch das. Wo auch immer die ganzen Leute herkommen. Okay. Ich bräuchte mir die Pack. Ich traue mich nie mit wenig Leben hier irgendwie weiterzukommen. Also müsste jetzt aber auch nicht mehr so weit vom Levelende sein. Wenn ich mir jetzt das richtig in den Kopf gehen lasse. Okay, runter hier. Was haben wir denn hier so? Ein Gang. Ein Gang ist immer gut. Der, vor allem wenn da ein Gang unten noch ein Loch hat. Hallo. Hallo. Hi. Stopp. Danke. Da! Fuck. Stirb. Ich stirb schneller. Ich brenn ja auch. Okay, dann drücken wir halt nochmal die Tür. Nee, nicht die Tür, aber den Schalter. Und gucken nochmal nach da unten hin. Ja. So, diesmal stelle ich mich jetzt schlauer an. Hoffe ich mal. So, hoch hier. Eier. Auf da und dann. Ja, die M16 macht schon. Hallo. Lara, würdest du bitte schießen? Hallo. Ja, wurde ich noch nie mal gesehen, ob das der Schaden macht? Egal. Ich habe jetzt gerade mehr Schaden wieder eingenommen, als ich eigentlich wollte. Okay. Gut. Ist okay, kann ich mit leben. Die Waffe ist scheiße. Feststellung, Waffe ist scheiße. Nimm mal die Uzis. Die gefallen mir immer noch lieber. Okay. Weiter geht's. Da! Ich vergaß, da kam ein Hund. Okay, wir warten hier auf den zweiten. Und mal. Nee, nicht Hund, aber Typi. Hallo. Ups.
so. Okay. Jetzt mal das erledigt. Dann tun wir jetzt schön hier speichern. Das mache ich nämlich jetzt nicht nochmal den Weg. So. Runter da. Medipack brauche ich gerade nicht. Das ist noch gut zu wissen. So, komme ich von hier unten ran? Natürlich nicht. Wäre ja auch nur von Vorteil und so. So. Runter da. Okay. Und dann runter auch mit mir. Stirb, 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 verdammte Axt. Okay, wo ist Nummer 2? Da ist er. Super. Okay, da ist dann die Schaltungsdingensgedöns. Ich brauche Licht. So, hier ist nichts, da ist Weg, dort ist Weg. Hier ist nichts, da ist rote Kartenschalter. Okay. Oh, das geht ja auf. Okay, dann gehen wir nachher hier rein. Also, da sind die... Ah. 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 Aha. Hier ist einer. Glaube ich. Nicht. Okay, dann nicht. Irgendwie ist hier doch einer. Irgendwie habe ich gerade wieder ein Minipack verschwendet. Ach, was soll's. So. Rüber dort. Setzen wir das Teil hier ein. Ja, Maschinenschip. So. Klick. Das rote Teilnehmer mit. Und wieder hinein ins kalte Nass und wieder da drüber zurück und blub. So. Rüber da. Rüber hier. Waffen ziehen. Scheiße, es braucht jetzt die ganze Uzi-Munition verschwende, aber was soll's. So. Passkarte hier einsetzen. Und in der Hoffnung sein, dass das jetzt das Levelende ist. Ach nee, nicht ganz. Ist er tot? Yay. Du warst der Typ, der hier so geatmet hat. Wieder auf Vader. Ich wusste, da war einer. Bäh. Oh Gott, nee. So, wo bin ich hier? Noch nicht ganz am Levelende, aber fast. Hoffe ich mal. Okay, du hast Medipack. Finde ich nett von dir. Du hast... Auch ein Medipack, auch euch beide finde ich doch mal total nett, dass ihr Medipacks schenkt. So. Hier hinten liegen noch Harpunen. Die nehmen wir natürlich mit, logischerweise. Man weiß ja nie. Und dann würde ich sagen... Bäh! Taucher. Ich hasse sie. Hier durch. Nicht. Dann hier lang. Okay. Hier lang geht. Sieht nach dem Weg aus. Nador answers. I have no preference. You should spill a bit of a ball. Okay, Marco. Glad to have your heart. What do you want? Come on, stick to your stomach! Tell me, where in monastery should we look? Brother! Ja. Durch den Akzent habe ich mal wieder nichts verstanden.
Nur die Schläge, die habe ich verstanden. Ich glaube, die waren nicht zu überhören. So. Und bevor wir jetzt aber uns nach da unten machen, tun wir jetzt erstmal die beiden hier bösen Buben tot machen. So, danke. Und, nee, von hier kommen wir. Na, ich will noch nicht runter, nein. Denn ich hole mir jetzt noch das letzte Secret von diesem Level. Denn ich weiß noch, wo es ist. Ich weiß noch, wo es ist. Wir speichern hier. Und bevor wir ganz runter gehen, gehen wir jetzt hier ran und versuchen uns irgendwie daran festzuhalten. Nein. Okay, die haben mich reingelassen. Gut zu wissen. Okay, so komme ich da nicht ran. Komme ich so ran? Nein, dazu ist Lever wieder zu klein. Ja, ich werde mit unseren halbtoten Mensch da unten gleich reden. Ich will jetzt erstmal da drüben kommen. Das ist definitiv zu weit. Nehmen wir halt den Weg hier. Leicht schräg angehalten, dass ich mich dann da auch schön festhalten kann. Auch funktioniert. Okay. Und, einen dunklen Weg. Okay. Finde ich toll, dass hier nichts ist. Ich war mir sicher, dass hier hinten das Secret war. Ich glaube, wozu sonst wäre das Teil hier? Zum Trollen. Dazu wäre es hier. Fuck. Ja. Wirklich gar kein Secret. Nicht. Nicht mal eine Secret-Wand, so dass man da durchgehen kann oder so. Nee. Auch schade. Finde ich schade. Egal. Obwohl, diese Tür da sieht ziemlich verdächtig aus. Flupp, oder da. Dummheit. Nee, ich bin nicht noch mit. Yeah. Runter. So. Secret. Komm her. Meine. Plus ganz viel extra Munition. Sonst noch was? Nö, gut. Dann würde ich sagen, reden wir mit unserem halbtoten Freund da drüben und ja. Sehen uns dann später im nächsten Level. Oh, you are not one of them. But you are a monk. Brother Chen Bakeng. You have come for me. I saw bright lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my path beater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here, in Marco Bartoli? Nothing. I led righteous life, here for reasons rooted only in necessary evil, as my father was before me when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son from salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you not here for them? Their Jackanory days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Since being stolen by imbecile vagabonds centuries ago, we've been without key to it, relying solely on cleansing of our prayers to keep it subdued. Then the occultist Gianni Bia acquired it. Trouble we knew. He breathed life back into ancient belief. One not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here. Marco, infected with madness. He has violent mind, but not yet the power to satiate it. So, we reach for our weapons once more. The true detox of evil. Where can you be taking me? I thought this was my big break. Guess change is our Buddha's rest. Oh, I need one.
war die Tiefe. Wir haben 34 Minuten und 30 Sekunden gebraucht. Alle 3 Secrets gefunden, 33 Leute getötet, 906 Mal geschossen, davon aber nur 757 Mal getroffen, 5,5 Medipacks benutzt und sind 3,61 Kilometer gelaufen. So. Dann würde ich sagen, wir treffen uns im nächsten Level, was wahrscheinlich unter Wasser dann stattfinden wird. Hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin die Yuki-chan. Bis zum nächsten Mal.